Das Leben und das traurige Ende von Benny Hill. Alfred Hawthorne Hill wurde am 21. Januar 1924 in Southampton, Hampshire, geboren. Sein Vater Alfred Hill, später Leiter eines Ladens für chirurgische Geräte, und sein Großvater Henry Hill waren beide Zirkusclowns gewesen. Seine Mutter war Helen. Nachdem er die Taunton School in Southampton verlassen hatte, arbeitete Hill bei Woolworths und als Milchmann, Brückenführer, Fahrer und Schlagzeuger, bevor er bei einer Tourneerevue stellvertretender Bühnenmanager wurde. Er wurde 1942 einberufen und wurde bei den Royal Electrical and Mechanical Engineers der British Army zum Mechaniker ausgebildet. Nach dem September 1944 diente er als Mechaniker, Lastwagenfahrer und Scheinwerferbediener in der Normandie und wurde später vor Kriegsende in die Division Combined Services Entertainment versetzt. Inspiriert von den Star-Comedians britischer Musical-Shows machte sich Hill daran, im Showgeschäft einen Namen zu machen. Als Hommage an seinen Lieblingskomiker Jack Benny änderte er seinen Namen in Benny. Nach dem Zweiten Weltkrieg arbeitete Hill als Performer im Radio und debütierte am 5. Oktober 1947 bei Variety Bandbox. Sein erster Auftritt im Fernsehen war 1950. Außerdem versuchte er sich an einer Sitcom-Anthologie, Benny Hill, die ab 1962 lief bis 1963, in denen er in jeder Folge eine andere Figur spielte. 1964 spielte er Nick Bottom in einer All-Star-TV-Filmproduktion von William Shakespeares Ein Sommernachtstraum. Von 1964 bis 1966 hatte er auch eine Radiosendung für drei Serien namens Benny Hill Time im Light-Programm von BBC Radio. Es war eine aktuelle Show, zum Beispiel zeigte eine Episode vom März 1964 James Bond, 0017, in From Moscow with Love und seine Version der Beatles. Er spielte eine Reihe von Charakteren in der Serie, wie Harry Hill und Fred Scuttle. Hill trat in 5 abendfüllenden Spielfilmen auf, Who Done It? 1956, Erleuchte den Himmel. 1960, Diese großartigen Männer in ihren fliegenden Maschinen, 1965, Chitty Chitty Bang Bang, 1968, und The Italian Job, 1969. Er drehte auch 2 Kurzfilme, The Waiters, 1969, und Eddie im August, 1970, wobei letzterer eine Fernsehproduktion war. Schließlich war ein Clipshow-Film-Spin-off seiner frühen Thames Television-Shows von 1969 bis 1973 genannt The Best of Benny Hill, 1974, eine im Kino veröffentlichte Zusammenstellung von Benny Hill-Show-Episoden. Zu Hills Audioaufnahmen gehören Gather in the Mushrooms, 1961 Pepys Diary, 1961 Transistor Radio, 1961 Harvest of Love, 1963, und Ernie, The Fastest Milkman in the West. Die 1971 die Nummer 1 Single der britischen Singlecharts war. 1972 erhielt er den Ivor Novello Award der British Academy of Songwriters, Composers and Authors. Hill hatte sich auf der Bühne schwer getan und hatte ungleichmäßige Erfolge im Radio, aber im Fernsehen fand er ein Medium, das seine Stärken ausspielte. Die Benny Hill Show hatte ein von der Music Hall abgeleitetes Format, das Live-Komödien auf der Bühne und gefilmte Segmente kombinierte, und ihr Humor beruhte auf Slapstick, Anspielungen und Parodie. Zu den wiederkehrenden Spielern seiner Show während der BBC-Jahre gehörten Patricia Hayes, Jeremy Hogg, Peter Vernon, Ronnie Brody und sein Co-Autor von den frühen 1950er bis frühen 1960er Jahren, Dave Freeman. Der kleine, kahlköpfige Jackie Wright war ein häufiger Nebenspieler, der sich in vielen Sketchen damit abfinden musste, dass Hill ihm auf den Kopf schlug. Hill blieb bis 1968 hauptsächlich bei der BBC, mit Ausnahme einiger Aufenthalte bei ITV und ATV-Sendern zwischen 1957 und 1960 und erneut 1967. 1969 wechselte seine Show von der BBC zu Thames Television, wo sie bis zu ihrer Einstellung 1989 blieb, mit einem unregelmäßigen Zeitplan von einstündigen Specials.
Ab Anfang der 1980er Jahre zeigte die Show eine Truppe attraktiver junger Frauen, die zusammen als Hills Angels bekannt sind. Sie traten entweder alleine in einer Tanzsequenz auf oder als Charaktere als Folien gegen Hill. Sue Upton war eines der dienstältesten Mitglieder der Angels. Jane Lewis erschien ebenfalls. Henry McGee und Bob Todd schlossen sich Jackie Wright als Comic-Nebenspieler an, und die späteren Shows zeigten auch Hills Little Angels, eine Gruppe süßer Kinder, darunter die Familien von Dennis Kirkland und Sue Upton. Jenny Lewright erhielt den Spitznamen The Sexiest Stoge, geprägt von Hill. Ende Mai 1989 gab Hill bekannt, dass er nach 21 Jahren bei Thames Television aufhören und ein Jahr pausieren würde. Seine Shows hatten der Themse 26 Millionen Pfund eingebracht, wobei ein großer Prozentsatz auf den Erfolg seiner Shows in den Vereinigten Staaten zurückzuführen war. In den frühen 1990er Jahren begann Hill mit der Arbeit an einer neuen Fernsehserie namens Benny Hill's World Tour, in der Hill seine Skizzen an verschiedenen Orten auf der ganzen Welt aufführte, an denen seine Show populär geworden war. Hill schaffte es jedoch nur 1991 ein Special namens Greetings from New York aufzunehmen, wobei die Show als sein letzter TV-Auftritt in Rechnung gestellt wurde, als sie auf DVD veröffentlicht wurde. Im Februar 1992 gab Thames Television, das einen stetigen Strom von Zuschaueranfragen für die Wiederholungen der Benny Hill Show erhielt, schließlich nach und stellte eine Reihe von neu bearbeiteten Shows zusammen. Hill starb am selben Tag, an dem ein neuer Vertrag von Central Independent Television eintraf, für den er eine Reihe von Specials machen sollte. Er hatte abgelehnt, um Angebote von Carlton und Thames zu konkurrieren. Hill besaß nie ein eigenes Haus in London und zog es vor, eine Wohnung zu mieten, anstatt eine zu kaufen. Er mietete 26 Jahre lang eine Doppelzimmerwohnung im Londoner Stadtteil Queen's Gate, bis er etwa 1986 ins Fairwater House in Teddington umzog. Auf der Suche nach einer Wohnung übernachtete er in 22 Westro Gardens in Southampton. Er hatte auch nie ein Auto, obwohl er einen Führerschein hatte. Hill hat nie geheiratet und er hatte keine Kinder. Er hatte zwei Frauen einen Antrag gemacht, aber keiner nahm an. Kurz nach seinem Tod im Jahr 1992 sagte die Schauspielerin Annette André, dass sie seinen Heiratsantrag Anfang der 1960er Jahre abgelehnt habe. Es kursierten Gerüchte, dass er schwul sei, aber er bestritt sie immer lachend. Hills Gesundheitszustand verschlechterte sich Ende der 1980er Jahre. Nach einem leichten Herzinfarkt am 24. Februar 1992 sagten ihm die Ärzte, dass er abnehmen müsse und empfahlen ihm einen Herzbypass. Er lehnte ab und eine Woche später wurde ein Nierenversagen festgestellt. Er starb am 20. April 1992 im Alter von 68 Jahren. Zwei Tage später, nach mehreren Tagen unbeantworteter Anrufe, wurde er tot in seinem Sessel vor dem Fernseher aufgefunden. Als Todesursache wurde eine Koronarthrombose angegeben. Hill wurde am 26. April 1992 auf dem Holyrood Cemetery in der Nähe seines Geburtsortes in Southampton beigesetzt. Nachlass wurde am 5. Juni 1992 auf Hills Anwesen in London gewährt, als der Wert zum Zeitpunkt seines Todes mit 7.548.192 britische Pfund angegeben wurde, was 16 Millionen britische Pfund im Jahr 2020 entspricht. Drei Jahrzehnte vor seinem Tod schrieb er sein Testament auf und hinterließ den Großteil seines Nachlasses an seine Eltern. Schließlich wurde das Anwesen unter Hills sieben Nichten und Neffen aufgeteilt. In der Nacht vom 4. Oktober 1992 gruben Grabräuber das Grab auf dem Holyrood Cemetery aus und brachen den Sarg auf, nachdem in den Medien spekuliert worden war, dass Hill mit einer großen Menge Gold und Schmuck begraben worden war. Bis zum nächsten Morgen. Nach einer polizeilichen Untersuchung des Tatorts wurde der Sarg wieder verschlossen und das Grab von Friedhofsarbeitern wieder zugeschüttet und als Sicherheitsmaßnahme eine 1 Fuß, 300 mm, dicke Betonplatte darüber gelegt.